Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Figuren-Unboxing. Hi. Heute haben wir etwas Besonderes, nämlich Zelda aus Breath of the Wild von First for Figures. So, natürlich sehen wir jetzt, der Karton ist etwas groß. Drehen den Ganzen mal ein bisschen schon um und schwenken, dass man auch alles gut sieht. Das Tolle an dieser Figur ist, hier haben wir die Light-Up-Variante mit einem leuchtenden Stand. Und einem leuchtenden Chica-Tablett. Übrigens, falls mal irgendwie irritiert ist, da er ja so ein großer Legend of Zelda-Fan ist, habe ich ihn den Vortritt gelassen mit dem Unboxing. Und auch hier unten sehen wir wieder Official Licensed Nintendo Products. Und First for Figures. Und auch hier oben nochmal gerade schön zu sehen, das Hologramm. So, dann öffnen wir mal den Karton. Die Zelda-Figur laut Homepage vom Hersteller, also First for Figures, ist im vierten Quartal 2019 rausgekommen. Es gibt zwei Varianten von ihr, einmal die Light-Up-Variante und einmal die Normalo-Variante. Aber ja, wir haben uns für die Light-Up entschieden, weil ich sie halt ein gutes Stück cooler finde. Und ich glaube, da spreche ich auch für dich, oder? Sehen wir gleich. Wir haben ja noch die Möglichkeit, hier dann das Licht zu löschen. Brauchen Licht. So, und jetzt haben wir auch die drei Klebepunkte. Das mag ich an diesen Kartons nicht. Man hat immer Probleme, sie zu öffnen, ohne eigentlich alles. Ah, ohne Knick. Hier hat man dann auch nochmal Internetadresse. Man muss gerade zum Und sogar hier die Innenseiten sind schön bedruckt. Gerade zum Thema First for Figures im Hersteller, normalerweise stellen sie, also sie stellen richtig tolle Figuren her, aber die sind halt meistens in der hohen Preisklasse. Also die Zelda und den Link aus Breath of the Wild sind ziemlich bezahlbar, aber sie haben zum Beispiel von Fullmetal Alchemist eine Variante von Alphonse Elric, die jetzt rauskommt, die ich echt cool finde und die kann man nicht so sehr bezahlen. Die ist doch gut teuer. Einmal kurz noch das Innenleben des Kartons. Wir sehen hier schön den Hintergrund wie im Promotional Artwork. Und was haben wir hier? Ein Reward-Programm. Das Diorama, das man aufstellen kann. Ein schöner Hinweis. Und natürlich Werbung für die anderen Figuren. Die Majora's Mask ist, glaube ich, im Oktober 20 jetzt rausgekommen, wenn ich mir die Posts mal so ein bisschen angeschaut habe von der Gruppe. So, aber jetzt zum eigentlichen Kernstück des Ganzen. Schön hier eingepackt, sehen wir die Zelda. Das Gesicht ist wieder frei. Und hier unten sehen wir auch schon das Batteriefach. Aber schauen wir uns das Ganze doch einmal näher an, sobald sie aus ihrem Plastikgefängnis befreit wurde. Klebestreifen an der Seite. Schon mal was Schöner, was sehr Nettes. Hier einmal kurz nochmal ein Close-up vom Gesicht, bevor wir später zum 360er Grad gehen. Das Chica-Tablett ist auch schön gemacht. Die Base ist ein gutes Stück dicker als normalerweise, ne? Das ist eben die Light-Up-Variante. So, hier hinten sehen wir auch schon. Kann man aufladen mit Micro-USB-Anschluss? Ja, das ist kein USB-C, das ist Micro. Die Batterie ist hier fest drin. Und einmal rumgedreht. Hier haben wir auch die Einstellungen. In der Packung stand unten schon drauf, dass keine Batterie included ist. Deswegen würde ich jetzt gerade mal behaupten, wir öffnen sie kurz und setzen die Batterie ein. Vielleicht. Leider haben wir etwas unseren Batterievorrat überschätzt, denn das
Hatten wir leider nicht vorrätig. Also das sind weder die normalen AA oder die AAA-Batterien. Jetzt müssen wir noch später in den Laden gehen und welche kaufen. Und dann machen wir das, was ich ja eigentlich auf diesem Channel nicht machen wollte, nacheditieren am PC. Gut, bleibt uns nichts anderes übrig, weil im Dunkeln, ich glaube, das ist doch schon interessant, wie sehr sie leuchtet oder auch nicht leuchtet. So, schauen wir uns hier noch einmal, gerade während ich sie in der Hand habe, schon ein bisschen die Details an. Allgemein, die Pose ist bekannt von den meisten Promotional Artworks. Oder Amiibos. Schön ist sogar, dass hier eine Naht an der Hose ist. Wie ich vorhin halt schon gesagt habe, First for Figures, sie machen meistens wirklich High-Quality-Figuren. Dementsprechend, dass sie sehr gut verarbeitet ist, ist jetzt nicht unbedingt sehr verwunderlich, oder? Ja, und zum Vergleich haben wir auch hier den Link. Wie man sieht, dieser kommt ohne eine Lights-Up-Variante, deswegen ist das Stand auch ein klein bisschen tiefer gelegt. Stand aktuell, es gibt auch keine Lights-Up-Variante von ihm, leider. Man merkt auch dadurch, dass er gebeugt springt bzw. steht, wirkt Zelda um einiges größer, nicht nur wegen dem Stand. Aber wenn man beispielsweise mal die Gesichter nebeneinander hält, merkt man doch, beide sind ziemlich gleichwertig verarbeitet. Und wie ich eben schon gesagt habe, für die Leute, die meinen, Moment, die Posen kenne ich doch irgendwo her. Das sind die aktuellen Amiibos. Dementsprechend, es sind eins zu eins die Posen, bloß in größer und entsprechend natürlich auch in detaillierter. Fokus. Ich meine, natürlich sind die Amiibos immer ganz schön, vor allem weil die ja auch nur zwischen 10 und 15 Euro meistens gekostet haben am Wenn, ich Anfang. wollte gerade sagen, wenn sie erschienen sind. Die Stands sind ja eigentlich auch schön, aber ich muss sagen, der Sheikah-Stand ist gerade für Breath of the Wild etwas netter. So, und alles, was noch übrig bleibt, ist natürlich, schauen wir uns mal etwas im Detail die Zelda an. Und hier schauen wir uns noch einmal gerade ohne Leuchtfunktion an. Allein auch das Paintjob, den sie in den Haaren gemacht haben, finde ich eigentlich ziemlich schön gelungen. Und eigentlich auch. Und wenn alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sehen wir das Ganze auch gleich noch einmal im und zurück im Dunkeln, nachdem wir leider keine Chance hatten, eine Batterie zu finden. Denn das, was da drin ist, ist in Deutschland leider nicht sehr weit verbreitet. Haben wir allerdings auch gesehen, mit einem kleinen Kabel hinten gibt es natürlich auch eine Energiequelle, die ausreichend ist. Daher jetzt gerade noch einmal der Hinweis, es gibt zwei Stufen, nämlich einmal hier die Stufe 2, pulsierend, und einmal die Stufe 1 mit immer gleichbleibender Lichtkraft. Einmal kurz, dass man es auch sieht im Dunkeln. Was wirklich schön zu sehen ist, dass das Chica-Tablett nicht nur in Blau leuchtet, sondern auch in Rot. Und pulsierend merkt man dann entsprechend, wie das Licht langsam aufbaut. Und wieder kurz im Dunkeln. Man Auf merkt. dem Video kommt es leider gar nicht so richtig rüber, aber das Licht ist auch wirklich blau. Achtung, jetzt wird es wieder hell. Eventuell ist es sogar besser, dass es einfach nur so funktioniert. Denn natürlich für Figurensammler ist es ein Sakrileg, wenn beispielsweise eine Statue beschädigt wird durch ausgelaufene Batterien. Und wenn man die Figur permanent ausstellen will, ist das auch eigentlich eine elegantere Möglichkeit, als alle Tage, alle Wochen einmal die Batterie zu überprüfen und zu wechseln. Alles in allem kann man mit der Statue jetzt hier ziemlich zufrieden sein. Sie ist wertig verarbeitet.
Die LEDs sind auch gut eingearbeitet, sind eigentlich ein ganz schönes Feature. Schade ist natürlich, dass es momentan keinen Link gibt, der beispielsweise gleich ein Stand und einen leuchtenden Pfeil hätte. Aber es ist ein guter Weg mit der Zelda. Auf jeden Fall. Was haltet ihr von der Figur? Könnte es auch die Standardversion sein? Oder denkt ihr, der größere Stand und die Möglichkeit, dass es mal schön beleuchtet, ist es doch einen kleinen Aufpreis zu zahlen wert? Klein. Bis dahin, noch einen tollen Tag. Tschüss.